Hallo meine lieben Stiere, herzlich willkommen zu eurem Liebesreading. Meine Lieben, für alle, die zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet sind, hi an der Stelle, schön, dass ihr da seid. Ihr findet unten in der Infobox eine kurze Erklärung meinerseits, was ich mir bei meinen Readings so denke, denn ich spare mir diese langen Intros, die man bei diesen Videos am Anfang immer hat und möchte einfach immer direkt in die Energien reinsteigen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, sind sie hoffentlich in der Infobox für euch beantwortet worden. Gut, meine lieben Stiere, ich habe mir für euch schon mal drei Orakelkarten aus dem Deck springen lassen, um eine ungefähre, ja, Richtung zu bekommen, wo es für euch hingeht. Und super interessant, was hier gefallen ist. Die erste Karte, die aus dem Deck sprang, ist unverhoffte Gäste. Und diese Karte erinnert mich so ein bisschen an Alice im Wunderland, die, ja, die hier vor in Oder hier öffnet sich eine Tür und sie sieht in irgendeiner Art und Weise eine neue Welt. Ich lese euch aber auch gleich dazu vor, was zu dieser Karte geschrieben steht, denn das ist, ja, ist eine andere Energie, als die ich jetzt auf den ersten Eindruck wahrgenommen habe. Die zweite Karte, die fiel, ist der Balanceakt, wo es einfach darum geht, in dieser Situation, ne, ich kann schon mal vorweggreifen, es geht irgendwie darum, unverhoffte Gäste. Es geht darum, dass irgendetwas kommen könnte, sich eine neue Möglichkeit bietet, es sich etwas zeigt, was für euch in irgendeiner Art und Weise unverhofft war oder überraschend kam. Und es gilt hier, die Balance zu halten. Es geht hier in irgendeiner Art und Weise um neue Möglichkeiten, die einen Balanceakt von euch erfordern, meine lieben Stiere. Und die Karte, die aus meinen Queen of the Moon Oracle für euch fiel, ist die Karte Assessing, wo es ums Beobachten geht. Also, die Energie, die ich wahrnehme, es könnte sich überraschenderweise etwas Neues für euch zeigen. Und um die Balance zu behalten, solltet ihr euch das wirklich ziemlich genau anschauen. Ihr solltet irgendwie so einen Schritt zurücktreten und ne, so eine Assessing-Position einnehmen, so eine anschauen. Euch das einfach mal anschauen, was sich hier zeigt. Aber ich lese euch mal die Botschaft zu diesen unverhofften Gästen vor. Ob überraschende Ereignisse, unverhoffte Wendungen oder ein Paradigmenwechsel, sei auf das Unerwartete gefasst. Wie ausgefeilt deine Pläne auch sein mögen und wie klar der Weg auch vor dir zu liegen scheint. Es gibt Zeiten, in denen der beste Plan von unvorhergesehenen Umständen aus den Angeln gehoben wird. Zunächst scheint ein Umweg lästig zu sein, aber eine überraschende Wende der Ereignisse signalisiert dir, dass das Abenteuer des Lebens interessant zu werden beginnt. Niemand kann Synchronizitäten steuern oder sein Schicksal planen, außer dem göttlichen Prinzip, um das weiß, was du jetzt noch nicht verstehen kannst. Das Leben ist voller Überraschungen. Also halte dich stets bereit und genieße die aufregenden neuen Abenteuer, auf die du nicht gefasst warst. Deine Reise folgt einem Plan, der mit deinen eigenen Vorstellungen nicht übereinstimmen muss. Also, ziemlich interessante Energie, muss ich sagen. Also, irgendetwas könnte sich zeigen, irgendetwas könnte passieren, irgendeine Möglichkeit möchte sich bieten, die euch aber aufruft, selbst wenn ihr den besten Plan habt, den Plan nicht sofort über Bord zu werfen, aber auch nicht fest an diesem Plan, ne, festzuhalten, sondern den Balanceakt hinzubekommen zwischen ich schaue mir das an, ne, in irgendeiner Art und Weise nehme ich hier auch so eine gewisse Kompromissbereitschaft wahr und definitiv, ne, diese Beobachterhaltung einnehmen. Und ich bin sehr gespannt, meine lieben Stiere, was jetzt hier die Tarotkarten sagen. Ich mache heute eine Neuneinlegung für euch. Ich lege auch erstmal alle Karten aus und dann erzähle ich euch ein bisschen was dazu. Liebes Universum, gib mir eine Botschaft für meine Stiere. Der Gehängte, Die 7 Münzen und die 9 Münzen.
Ich weiß, dass ihr die oberen Karten hier nicht so gut sehen könnt, aber ich muss sie so weit nach oben schieben, sonst geht mir der Platz auf meinem Tisch wieder aus. Liebes Universum, was darf ich meinen Stieren hier noch sagen? Die vier Schwerter, die fünf Münzen und die zwei Stäbe. Das Ass der Kelche. Wow. Der Hierophant, hier fällt ihr, meine Lieben. Und die sieben Stäbe. Interessant. Interessant. Okay, also. Das bestätigt mein Puls hier mit den sieben Stäben, den ich hier oben schon bekommen habe, zu den neuen Münzen. Ich habe das Gefühl, es zeigt sich hier eine neue Möglichkeit. Die sehe ich hier. Ihr seid hier aufgerufen, meine lieben Stiere. Der Gehängte und die sieben Münzen und die neun Münzen. Ihr seid hier aufgerufen. Die Dinge, die sich euch zeigen, wirklich genau zu beobachten, euch auch Zeit dafür zu nehmen. Ich meine, meine lieben Stiere, das muss ich euch nicht sagen. Ihr seid das sich am langsamsten bewegende Sternzeichen von allen. Ich glaube, dass, ne, Geduld nicht euer größtes Thema ist. Ich glaube, ihr habt die nötige Ruhe, ihr habt die nötige Zeit, euch wirklich die Dinge aus allen Perspektiven anzuschauen, wie hier auf dieser Assessing-Karte, die sich euch zeigen müssen, auch die richtigen Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Aber genau das, diese drei Karten sagen mir, was auch immer sich hier bei euch zeigen möchte, überstürzt es nicht, ne? Bleibt bei euch, bleibt in eurer Stabilität, bleibt in eurer Mitte, bleibt ganz bei euch. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, um euch hier anzuschauen, was sich hier zeigen möchte. Denn zu dieser zweiten Reihe, den vier Schwertern, den fünf Münzen und den zwei Stäben, habe ich zwei Impulse für euch. Zum einen könnte es etwas sein, das wirklich in irgendeiner Art und Weise Heilung in ein Fünf-Münzen-Thema bringt. Es könnte vielleicht habt ihr euch irgendwie ausgestoßen gefühlt oder irgendwie alleine. Ich habe das Gefühl, dass diese fünf Münzen mir heute sagen, ihr habt euch alleine gefühlt oder vielleicht seid ihr auch schon lange Single. Hier möchte sich was Neues zeigen. Es geht hier aber darum, nicht kopfüber da reinzustürzen, sondern wirklich sich die Zeit zu nehmen, sich das genau anzuschauen, um eben entweder raus aus der Fünf-Münzen-Energie zu kommen oder nicht wieder rein zu geraten in dieses Gefühl. In welcher Form auch immer. Das kann ja für jeden was anderes bedeuten. Die zwei Stäbe sagen mir, genau das, ne, hier, diese Assessing-Karte, hier wird was beobachtet. Genau das beobachtet er hier. Bringt mich das vorwärts, unterstützt mich das in meiner Heilung, holt mich das raus aus der Einsamkeit. Die vier Schwerter reden auch von Rückzug. Also in irgendeiner Art und Weise, irgendwas müsst ihr euch anschauen. Das sagen mir so viele Karten. Mir sagen der Gehängte, die sieben Münzen und das. Diesen Prozess, die Dinge, die da passieren, die müsst ihr euch genau anschauen. Mit einem tieferen Bewusstsein, mit dem Bewusstsein, tut mir das gut, ist das gut für mich, ne? Bringt das Ruhe in meine Gedanken, bringt das Ruhe in mich hinein. Hält mich das weiter in meiner Unabhängigkeit, hält mich das weiter in dem guten Gefühl, das ich zu mir selbst habe. Hier unten sehe ich diese neue Möglichkeit. Vielleicht auch wirklich eine neue Möglichkeit auf eine feste Partnerschaft, in irgendeiner Art und Weise raus aus dem Single-Zustand. Trotzdem, wie ich gerade schon sagte, gilt es wirklich hier diesen Balanceakt zu halten. Es gilt trotzdem hier, ne? Stand your ground. Lass nicht alles ungefiltert an dich ran. Halte Energien ab, die in irgendeiner Art und Weise diese fünf Münzen verkörpern. Ich würde gerne mal wissen, warum liegen denn die sieben Stäbe hier für meine Stiere? Liebes Universum, warum liegen die sieben Stäbe hier für meine Stiere?
Der König der Schwerter, das Gericht und die neuen Stäbe. Also mit dem König der Schwerter nehme ich eine andere Person wahr. Mann oder Frau, bitte Geschlechter kann in so allgemeinen Readings immer neutral deuten. Vielleicht kennt ihr diese Person schon, vielleicht auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr Single seid. Und hier möchte jemand Neues kommen, aber der König der Schwerter. Also vielleicht habt ihr auch versucht, diese Person von euch fernzuhalten, weil es hier Dinge gab, die ihr erst abschließen musstet. Ne? Vielleicht habt ihr irgendwie einfach gerade, oder wie soll ich sagen, vielleicht habt ihr die Zeit gebraucht, hier dieses Gefühl zu heilen. Und der König der Schwerter kann für manche einfach nur ein Luftzeichen sein, aber gerade kommt er mir so ein bisschen, ja, nicht wie der emotionalste vor, muss ich wirklich sagen. Nicht wie der emotionalste. Das Gericht hier könnte es in irgendeiner Art und Weise um eine Wiedervereinigung gehen, ne? Um eine Versöhnung. Bevor ich jetzt hier weitergehe, weil ich will ehrlich zu euch sein, ich weiß nicht, ob ihr hier mit dem eigentlich schon abgeschlossen habt, mit den neuen Stäben. Ihr wehrt den ab. Ich habe auch das Gefühl, der Mann hier auf den neuen Stäben, der hat ja seine Wunden, der trägt noch seine Verbände. Vielleicht hat euch dieser König der Schwerter wirklich verletzt. Eine Botschaft hier zu dem Askerkelch, hier, liebes Universum, für meine Stiere. Die Königin der Stäbe, die zwei Münzen und das Ass der Münzen. Gebt mir eine Sekunde. Ich glaube, die Königin der Stäbe ist eure Energie. Und ihr wägt ab. Das wägt ihr ab, ne? Will ich hier rein investieren? Will ich hier, hier reichen sich, ne? Hier treffen zwei neue Energien aufeinander. Und ich weiß ehrlich gesagt, wie ich gerade schon sagte, hier unten, ich weiß nicht so genau, wie ihr das findet. Vielleicht geht es genau darum, ne? Dieser Balanceakt, den sehe ich hier. Seid ihr bereit, hier in eine neue Liebe oder in eine alte Liebe, in neuer Energie wieder rein zu investieren? Das ist eine Frage, die ihr euch vielleicht beantworten müsst. Das ist, warum liegen die fünf Münzen hier? Vielleicht war auch dieser König der Schwerter derjenige, der euch hier das Gefühl der fünf Münzen gegeben hat. Na, irgendwie geschlossen zu sein, euch irgendwie einsam zu fühlen. Auch vielleicht euch das Gefühl gegeben hat, nicht gut genug zu sein. Möglicherweise bringt die rückläufige Venus diese Person hier zurück. Und ihr seid eigentlich so auf, nee, will ich nicht mehr. Ne? Für mich ist das eigentlich durch. Für mich ist das eigentlich durch. Trotzdem gibt es hier zwei Asse. Es gibt hier die Möglichkeit, neu anzufangen. Das muss nicht zwingend miteinander sein. Das kann miteinander sein. Aber gilt hier etwas zu beobachten. Warum liegen die fünf Münzen hier für meine Stiere? Das Universum. Ja, okay. Ich glaube, dieser König der Schwerter, diese andere Person, hat euch schon mal abgelehnt. Die vier Kelche, ja, an der Unterseite sechs, die drei Schwerter. Ich glaube, hier könnte jemand zurückkommen, der euch wirklich verletzt hat, der euch abgelehnt hat, der eure Liebe nicht erwidert hat. Das, was ihr hier beobachten sollt, oder diesen Balanceakt, ne, hier. Es zeigt sich hier eine neue Möglichkeit. Das habe ich ja hier auch gesagt, ne, mit dieser Orakelkarte. Es zeigt sich hier eine neue Möglichkeit. Was ich hier wahrnehme, ist nicht sofort da reinspringen und sagen, ja, hey, endlich bist du da, ne? Wie auch immer. Sondern wirklich sich die Zeit zu nehmen, sich das genau anzuschauen. Was wird mir hier gereicht? Vielleicht auch hier diese Abwehrhaltung fallen zu lassen, um sich neu zu begegnen, um hier zumindest mal
in neuer, in frischer Energie aufeinander zu treffen. Ich will jetzt noch einmal ganz kurz wissen, meine lieben Stiere. Eine Botschaft hier zum König der Schwerter. Eine Botschaft hier zum König der Schwerter. Vielleicht, wie gesagt, wenn ihr den König der Schwerter noch nicht kommt, vielleicht steckt ihr gerade einfach noch mittendrin in irgendeinem Verarbeitungsprozess, in irgendeinem Heilungsprozess. Und es zeigt sich ein neuer Mensch für euch. Und ihr seid eigentlich, nee, nee, ich bin noch nicht so weit. Ne? Irgendwie, ich habe hier echt noch Heilungsarbeit oder ich bin gerade erst raus aus sowas. Und dieser, wer auch immer der König der Schwerter ist, er zeigt sich noch relativ kühl. Es ist zwar ein König, aber er glänzt nicht mit Gefühlswärme. Und vielleicht sagt ihr, nee, ne? Nee, 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 das kenne ich schon. Das will ich nicht nochmal. So oder so geht es darum, was auch immer hier kommt, sich anzuschauen. Oder wer auch immer hier kommt, sich anzuschauen, Ruhe zu nehmen, ne? Assessing, das genau zu beobachten. Euch dabei genau zu beobachten, diese neue Chance, diesen neuen Menschen, diesen alten Menschen, wie auch immer, diese Energie zu beobachten. Und ich glaube tatsächlich, ne, hier mit den zwei Münzen, diesen Balanceakt, nicht sofort wieder kopfüber in irgendeine Energie reinzustürzen. Das nehme ich hier wahr, weil die Königin der Stäbe, ne, die ist impulsiv, die, ja, die traut sich auch was. Aber ich glaube, dass genau das Gegenteil hier der Fall ist. Ich glaube, es ist, bleibt bei euch, ne? Bleibt in eurem Selbstwert und schaut euch das an. Geht nicht so forsch, ne? Springt da nicht rein. Das nehme ich hier wahr mit der Königin der Stäbe. So. Wollte wissen, eine Botschaft hier zum König der Schwerter, die Gerechtigkeit, könnte eine Waage sein, aber bitte lasst euch von den Sternzeichen, die ich hier so von mir gebe, nicht irritieren. Das kann immer jedes Sternzeichen sein, ne? Oh, wow. Oh, wow. Okay. Okay. An der Unterseite des Decks, meine Lieben, der Magier. Hier geht es darum, neue Voraussetzungen zu schaffen. Im Miteinander für euch selbst vielleicht auch einfach, ne, die Dinge abzuschließen. Der Teufel und die zehn Schwerter. Also, ich weiß nicht, wer der König der Schwerter ist, aber wo er bringt Gerechtigkeit mit. Er bringt Ehrlichkeit mit. In dieses Thema. Die mittlere Karte in so einer neuen Erlegung hat immer ein bisschen mehr Gewicht. Entweder es ist eine alte Person, die zurückkommt mit klaren Entscheidungen, mit Ehrlichkeit, mit Gerechtigkeit in das, was zwischen euch stattgefunden hat. Ich habe das Gefühl, zwischen euch gab es Kämpfe, zwischen euch gab es hier wirklich Triggerpunkte. Ne? Hier ist was passiert, wenn ihr diese Person schon kennt. Aber in irgendeiner Art und Weise kommt hier Ausgleich in diese Situation. Und vielleicht solltet ihr sagen, falls das eine Person ist, mit der ihr nichts mehr zu tun haben wollt, vielleicht solltet ihr einfach euch das anschauen, damit die Wogen geglättet werden kann, ne? Damit hier Ruhe reinkommt, damit dieses Thema ein Ende findet. Ne? Wenn das eine neue Person ist und ihr habt gerade diesen Kampf hinter euch mit jemand anderen oder generell in eurem Leben, ne? Ihr seid gerade irgendwie, habt ihr euch dahin hinmanövriert, dann kommt hier trotzdem eine neue Person, die in das, was ihr vorher erlebt habt, diese Gerechtigkeit und diese Balance bringt. Das ist dieser Balanceakt. Euch auf jeden Fall genau anzuschauen, warum diese neue Möglichkeit, diese neue Person sich zeigt. Denn ich glaube, in irgendeiner Art und Weise bringt das Balance in die vergangenen Themen von euch, meine lieben Stiere. Interessant. Okay. Gut, meine lieben Stiere, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading. Ich möchte auf alles nochmal genauer eingehen und werde ein bisschen tiefer einsteigen. Auch dort lasse ich mich wieder ganz intuitiv leiten. Für all diejenigen, die sich dieses Zusatzreading nicht anschauen, ich hoffe, hier waren Impulse dabei, die euch in eurer Situation geholfen haben. Schaut euch an, was das Leben euch zeigt. Na, übereilt nichts. Trefft keine voreiligen Entscheidungen. Sagt aber auch nicht sofort Nein,
was auch immer sich hier in eurem Leben zeigen möchte, nehmt euch die Zeit, euch das anzuschauen. Nehmt euch die Zeit für diese Erkenntnisse. Nehmt euch die Zeit, wirklich das große Ganze zu sehen. So nehme ich es irgendwie wahr. Okay, meine Lieben, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Ciao!